und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in Bro, that cannot be true, Digga, Alter. Ich zieh das einmal an. Einmal zieh ich das an. Ich sehe so irgendwie so Dreck. Ja, okay, Dreck, Alter. Sieht man nicht. Ist alles gut, Mann. Bro, Digga, alles ist dreckig, ey. That cannot be true, man. That cannot be true. I wore this jacket the first time, you know? And then it's... dreckig. Jungs, passt auf, wirklich. Passt auf, Mann, Alter. Wenn ihr euch mit anderen Leuten treffen wollt, müsst ihr aufpassen, dass sie nicht so heißen. Hey. Bro, was ist Dionys, Digga? Digga, versteht mich nicht falsch, Alter, Junge. Die macht da so ein Video, Digga. Die Hälfte heißt Murat, Emre und irgendwas. Das sind wahrscheinlich alles nur solche hier. 06, 09, Bro! Dann kommt Dionys, Digga. Patronus, Blend. Traktorus. Ich sag ihr nicht, das wird nichts, trotzdem hat sie Hoff. Ey, versteht mich nicht falsch, man ist ja wirklich alles schön und gut, aber was ist Bleon? Bleon, Digga, einfach. Bleon. Das hört sich an wie Bleo. Ibo, Digga. Hä? Ey, Bruder, was geht? Sollen wir heute was machen? Nee, Mann, Digga, ich chill heute schon mit Schmerztablette. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Du holst deine Freundin von der Schule mit Lamborghini. Ja, fehlt nur noch Freundin. Wenn ihr wollt, dass heiße Mädels auf euer Telefon zugreifen, ich habe den besten Weg gefunden. Bro, ich will, dass niemand auf mein Telefon zugreift, auch nicht heiße Mädels. Den besten Weg gefunden, Digga. Hab jetzt ein Date mit einem Opa. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter Jungs, und dann habe ich wirklich was auf Instagram gefunden. Ich bin frast. Fast from the chair gefallen. Wisst ihr diesen Instagram-Feed, diese Lupe hier? Alter, weißt du, mir werden da so richtig coole Videos vorgeschlagen, wie zum Beispiel... manchmal irgendein AMG, manchmal irgendein Porsche und auf einmal wird mir ein Post vorgeschlagen. War wohl doch kein April-Scherz, oder? Dieter Bohlen, wolltest du mich nicht streicheln kommen? Check die Links in meiner Bio, wenn du mehr von mir sehen willst. Und ich dachte, ey, die macht Prank. Ich dachte, die verarscht oder so. Die lädt da, keine Ahnung, Bilder von Kühen oder von Gras oder sowas hoch. Bro, Bro, die macht da nicht nur normales OnlyFans. Sowas wie... Digga, die macht so ein OnlyFans. Ich habe die Welt auf einmal gar nicht mehr verstanden. Wie random kommt es? Die setzt sich normalerweise für so Veganismus ein. Ja, so nicht Tiere essen, dies und das. So wirklich für eine bessere Welt. Und auf einmal macht die OnlyFans und man sieht mehr von ihr, als man überhaupt sehen möchte. Bro, das ist so random. Das ist wie wenn ich mit Jürgen auf Baustelle arbeite. Er macht jeden Tag so seinen Job. Baut da Wand, bohrt da Löcher und auf einmal am nächsten Tag verkauft der Typ Fußbilder. Bro, bei Jürgen würde ich kaufen. OnlyFans, wilde Vegane. Bro, ich muss aus dem WLAN raus, nicht, dass man das irgendwie nachverfolgen kann. Das erwartet dich bei mir. Nude und keine Ahnung was Content, tägliche Pics, 24/7 privater Chat, geheimer extra Content im Privatchat, Videos mit... Ich kann das alles nicht mehr, Digga. Ich glaube, Rosalinde wirft kein Geld mehr ab. Manchmal stehe ich drauf, gefesselt zu werden. Worauf stehst du? Ne, jetzt mal Real Talk, wirklich, also wir leben ja hier in einem Land und in einer Welt, man kann ja wirklich alles machen, worauf man Bock hat. Von mir aus, verkauf deine Socken, verkauf deinen Körper, aber Bro, die kann man doch jetzt gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich persönlich konnte sie früher auch nicht ernst nehmen, aber ich fand es irgendwie auch stückweise in Ordnung, was sie gemacht hat. Sie hat das auf eine sehr kontroverse Art rübergebracht und so richtig direkt und in die Fresse dieses Veganismus-Ding reingeprügelt. Aber in irgendeiner Hinsicht hatte sie schon recht, jetzt fängt sie an mit OnlyFans, also... gute Besserung. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... 06, 09,